Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute gibt es eine relativ kurze Version meines Great Vault Openings, denn ich habe tatsächlich mal nur einen Vault, den wir aufmachen wollen. Und zwar den von meinem Main. Ich war genau eine im Plus letzte Woche, bin aktuell noch relativ invested im Panda-Mix. Dementsprechend habe ich im Retail jetzt nicht viel gemacht, aber zumindest die eine M Plus haben wir durchgezogen. Und ich hoffe, ich kriege ein Tierteil raus. Und ja, da sind die Hoffnungen alle schon wieder dahin. Was habe ich denn rausgekriegt? Das ist jetzt die Frage. Ist ein 522er Mastery-Tempo. Also ideal ist das jetzt nicht. Oder ich nehme die Marken, warte mal. Wenn ich jetzt gucke, wie viel habe ich denn von den Aspektwappen? Habe ich 60 Stück? Eigentlich brauche ich, glaube ich, nicht wirklich Aspektwappen, oder? Ich will eigentlich mit dem Char nur das Temok-Set vom Druid aus der 4. Season fertig kriegen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Naja. Wenn ich jetzt die Aspektwappen nehme, kriege ich 15, ne? Nee, Würmwappen sind das, nicht Aspekt, pardon. Na gut. Also, wisst ihr was? Scheiß aufs Gear. Wenn es jetzt Bistats gehabt hätte, okay, von mir aus könnte man machen. Aber eigentlich ist mir das Gear relativ wurscht. Wir nehmen hier die Würmwappen. Und eventuell kann ich damit dann mal irgendwas upgraden, ne? Man weiß ja nie. Juti, das war leider eine Nullnummer. Nächste Woche geht wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Es ist ja jetzt Timewalker-Woche. Und dann machen wir wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Vault mit auf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr was Sinnigeres drin hatte. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.